Hallöchen und weiter geht's mit Domination. So, was machen wir als erstes? Ich würde sagen, erstmal sind unsere Ressourcen dran. Dann werden wir hier mal reingucken, wie sieht's da aus. Hier haben wir auf jeden Fall genug Truppen am Start. Das ist erstmal gut für uns, weil die Valik will auf jeden Fall mit euch zusammen einfach mal in den Kampf gehen. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken, was wir da so reißen können. Aber erstmal, wie gesagt, sind hier die Ressourcen dran. Dann sehen wir auf alle Fälle weiter. So, aber eigentlich sieht es relativ nice aus. Also 1,16 Mille Gold haben wir hier auf Tasche und 700.000 Nahrung. Von daher soweit eigentlich alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Damit bin ich auf jeden Fall extrem zufrieden. Und deshalb würde ich auch sagen, checken wir heute auf jeden Fall gemeinsam ab, was wir hier so reißen können im nächsten Kampf. So, was haben wir hier? Die Garnison bauen wir aus. Ein Tag, 14 Stunden müssen wir uns noch gedulden. Seht ihr selbst. Dann haben wir auch noch einen Friedensvertrag für 4 Stunden 41 Minuten. Das heißt natürlich für uns, dass wir jetzt überlegen sollten, gehen wir in den Kampf oder lassen wir das. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen in den Kampf. Ich will hier auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Dann nehmen wir hier gleich nochmal ruf, checken hier gleich nochmal die Lage. Hier sehen wir natürlich, heute ist der Planungstag. Krieg beginnt in 4 Stunden und 6 Minuten. Gucken, was wir da so reißen können. Ich bin gespannt. Cool wäre natürlich, wenn wir hier irgendwie gewinnen könnten. Werden wir sehen, müssen wir gucken. Auf jeden Fall haben wir ein paar coole Leute hier mit am Start. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch mit hier rinkommen, könnt euch einfach mal bewerben. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wäre eine coole Sache. So, wie gesagt, wir gehen erstmal in den Kampf. Nee, ich sage erstmal nein. Ich wollte nochmal rausgehen. Ich wollte nämlich hier noch ein bisschen was gucken. Rekrutieren. Können wir da noch welche rekrutieren? Sieht erstmal nicht so aus. Gut, okay. Haben wir Truppen angefordert? Das weiß ich auch nicht. Haben wir ja nicht. Das ist natürlich auch extrem bitter, dass wir hier keine Truppen am Start haben. Was ist denn hier? Sir Nikopolis ist abgehauen. Okay. Cool, Gatling Gun und Akkabusien haben wir von Sascha bekommen. Das ist natürlich richtig nice. Von daher würde ich sagen, gehen wir auch erstmal in den Kampf, suchen hier uns erstmal einen Gegner und gucken, was so geht. Scheiß auf den Friedensvertrag. So, dann geht's so los. Was haben wir hier für einen Gegner? Naja, so doll ist der nicht. Von daher gehen wir da erstmal weiter und suchen uns den nächsten. Alter, der hat ja wohl richtige Ressourcen. Nee, hier geht weiter. Also der ist mir auf jeden Fall zu hart, der Typ. Müssen wir mal gucken. Alter, was hat der denn hier am Start? Tja, ist immer nicht ganz so leicht, hier den richtigen Gegner zu finden. Da sollte man immer mal ein bisschen suchen. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, wenn man nach Gegnern sucht und sich genau überlegt, wen man da so nimmt. So, gehen wir erstmal weiter. Alter, was hat denn der für Gold hier? Hier müssen wir eigentlich mal probieren. Oh, meine Batterie ist fast alle. Das ist natürlich nicht so schön, beziehungsweise mein Akku. So, da würde ich sagen, fangen wir auch gleich mal von hier oben an. Warum macht die Mauer schnellstmöglich in den Arsch?
So, goldtechnisch räumen wir auf jeden Fall schon ein bisschen was ab. Komm, Mann, macht, 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 macht. So, und jetzt könnt ihr neu angreifen. Jetzt macht mal ein bisschen Bambule hier. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was reißen. Das ist wichtig, ressourcentechnisch. Haben wir schon extrem viel abgestaubt. Goldtechnisch sieht es auf jeden Fall megamäßig für uns aus. Von daher bin ich da auf jeden Fall extrem zufrieden. Jetzt kann passieren, was will, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann holen wir uns da noch ein bisschen Nahrung. Und der Rest ist mir dann eigentlich auch völlig egal, muss ich ehrlich sagen. Gucken, was wir abgestaubt haben. Auf jeden Fall sieht es gut aus. 49% haben wir. Zwar nur ein Stern, ist nicht ganz so gut, aber okay. Können wir mit leben. So, zwischen wir ab nach Hause, würde ich sagen. Jo, was gibt es? 250.000 Gold, 50.000 Nahrung und 3 Orden. Gut, okay, also ich bin auf jeden Fall extrem zufrieden mit dem Kampf. Von daher zwischen wir erstmal wieder ab nach Hause. Jetzt seht ihr ja, dass ich natürlich ressourcentechnisch extrem viel auf Tasche habe. Das heißt, wir können hier auch noch ein klein bisschen was machen. Das werden wir auch gleich gemeinsam tun. Da würde ich sagen, werden wir hier erstmal die Kriegsbeute aus dem Kommandoposten sammeln. Werde ich euch natürlich gleich erklären, warum ich das mache. Das hat natürlich seinen Grund. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen Gold drin. In der Schatzkammer. Können wir auch gleich mal zurückziehen. Schließen das hier, nehmen das erstmal mit und haben jetzt 2 Mille Gold auf Tasche, 1 Mille Nahrung. Von daher läuft das auf jeden Fall extrem nice für uns. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir hier ausbauen. Haben jetzt natürlich verschiedene Optionen. Von daher würde ich einfach mal sagen, checken wir hier einfach mal die Lage. Ich will jetzt natürlich relativ teure Sachen ausbauen. Das finde ich natürlich sehr, sehr wichtig. Kann ich euch auch erklären, warum. Ich will natürlich nicht, dass meine Ressourcen hier geklaut werden, beziehungsweise nicht lange bei mir in meinen Händen bleiben. Von daher müssen wir jetzt erstmal gucken, was wir hier überhaupt ausbauen können. Also wir könnten auf jeden Fall die Garnison ausbauen. Die kostet 900 Schleifen, nur mal so zur Info. Haben wir noch. Tja, das ist nicht ganz so leicht. Die Bücherei können wir uns nicht leisten. Könnten wir so oder so nicht ausbauen. Wir könnten höchstens hier nochmal gucken. Hier können wir aber auch nicht, weil die Wahl doch. Hier haben wir was. 1,125. Das könnten wir auf jeden Fall auch noch erforschen. Nobunaga. Das wäre natürlich auch eine sinnvolle Sache. Weil da bin ich mir natürlich auch noch nicht ganz so sicher. Wir gehen erstmal hier in eine Forschung, in eine Bücherei und gucken, was hier so geht. Hier würde ich sagen, hauen wir erstmal 900.000 auf den Kopf, erhöht das Limit für Speerfallen. Das machen wir erstmal. 12 Stunden dauert's. Dann haben wir erstmal ein bisschen weniger hier auf Tasche. Dann würde ich sagen, werden wir auf jeden Fall hier eine Garnison ausbauen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Das sollten wir schnellstmöglich machen. Deshalb würde ich sagen, machen wir das auch gleich. Oder machen wir eventuell doch noch was anderes? Nee, wir machen was anderes. Ich will eigentlich hier unseren Kommandoposten. Der ist wichtig auszubauen, weil die Wahl. Der nächste Kampf beginnt bald. Kann ich euch zeigen. In 3 Stunden 58 Minuten. Wir gehen erstmal wieder zurück. Da seht ihr natürlich im Kommandoposten habe ich eine Kapazität von 525.000. Mehr geht da nicht drin. Und wenn ich mehr im Krieg gewinne, dann bin ich halt am Arsch. Von daher baue ich das schnell aus. Das dauert einen Tag. 700 Schleifen müssen wir hier investieren. Machen wir einfach mal. Da haben wir noch 500.000 Nahrung hier auf Tasche. Könnten dann natürlich gucken, was wir dafür noch so machen könnten. Die Farm 700.000 können wir uns nicht, weil da brauchen wir mehr Leute. Gut, von daher fällt das auch erstmal flach. Aber wie gesagt, 1,2 Mille haben wir hier noch auf Tasche. Da weiß ich jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Forschen können wir nicht. Wir könnten höchstens nur sägen. Nee, sägen auch nicht. Detail können wir auch nicht. Das ist natürlich jetzt extrem schwierig. Also wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, was ich hier so ausbauen soll. Von daher würde ich mich auch erstmal verabschieden. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.